Hallo alle zusammen und wie immer herzlich gegrüßt hier in einem weiteren Car Mechanic Simulator 2018 Let's Play. Und zwar heute Teil 161. Und hier habe ich was ganz Besonderes am Start. Und zwar handelt es sich hierbei... Hoppala, Moment, Kameramode. So, jetzt. Handelt es sich hier um den Acura Integra Type R. Wer nicht weiß, Acura ist Honda, bloß Acura wurde... soviel ich weiß, speziell für den nordamerikanischen Markt produziert. Ja, aber ist im Prinzip Honda, nichts anderes. So, genau, was haben wir hier? Eine Laufleistung von 108.000 Kilometer. Der Zustand katastrophal. Also ich glaube, ein Fahrzeug in einem noch schlechteren Zustand hatte ich noch nie. Bezahlt habe ich 6.000 ungefähr. Und ja, wir haben hier einen Vierzylinder-Reihenmotor, DOHC mit Direkteinspritzung und 145 PS. Dann gucken wir uns einmal das Fahrzeug aus der Nähe an, also was überhaupt noch übrig geblieben ist vom Fahrzeug. Ja, das ist nicht mehr wirklich viel, also wie man sieht, Ventildeckel fehlt, ja, da fehlt allerhand, Luftfilterdeckel, ja, alles abgeranzt schon, man kann sagen, dem Tod geweiht irgendwie, ist der Hammer, ja, also ist schon... sehr, sehr traurig. So, Innenraum wird auch nichts mehr drin sein. Nö, der ist auch blank. Die Rücksitzbank, die lässt sich nicht ausbauen. Die ist fest integriert. Und jetzt sehe ich gerade eben so einen klitzekleinen Bug. Hier ragt der Mitteltopf in den Fahrerraum rein. Also in den Innenraum. Und ja, reingucken geht leider nicht. Warum? Hier, das Logo Acura. Rücklicht ist noch da, ist schon mal was. Besser als nichts, ne? Karosseriescheibe ist auch noch vorhanden. Ja, ich würde natürlich gerne mit euch eine Probefahrt machen, aber das geht ja leider nicht, da der Wagen ja noch nicht fahrbereit ist. Ja, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ja, wieso zeigt er dann diesen Schrotthaufen? Aus einem ganz einfachen Grund. Das ist ja nur so ein kleines Mod-Special. Ich hinterlasse euch den Download-Link für dieses Fahrzeug, damit ihr euch den auch herunterladen könnt und in euer Car Mechanic Simulator 2018 reinpacken könnt. Ich, wie gesagt, habe nur eine kleine Präsentation gemacht. Im nächsten Video können wir dann gerne zusammen das Fahrzeug restaurieren, was ich natürlich auch machen werde. Dann könnt ihr mir natürlich liebend gerne über die Schulter gucken, was aus diesem Schrotthaufen entstehen wird. Also das wird wieder ein ziemliches, wird ein Neufahrzeug und da könnt ihr euch schon mal freuen. Wird auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen bezüglich dieses Fahrzeuges? Ja, Mods, genau, kleiner Sicherheitshinweis, den ich eigentlich in jedem Video immer erwähne. Und zwar, bitte macht eine Datensicherung von eurem Computer, bevor ihr mit Mods experimentiert. Denn ich habe gehört, gelesen, dass Mods Schwierigkeiten machen können. Das heißt, dass die irgendwie Datenabstürze, Verluste oder was weiß ich verursachen können. Und deswegen seid da gewappnet und seid einfach auf der sicheren Seite. Schützt euren Computer. Dann kann normalerweise auch nichts schief gehen. Ah ja, und Spielstände logischerweise bitte die auch unbedingt sichern. Das wäre natürlich super ärgerlich, wenn ihr spielt. Auf einmal sind die Daten futsch und ja, wieder von vorne anfangen. Wäre katastrophal. Gut, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr mich natürlich liebend gerne abonnieren und Glöckchen drücken nicht vergessen, bitte, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Ja, wie bereits erwähnt, im nächsten Video werde ich dieses Schätzchen für euch, mit euch restaurieren und dann gucken wir mal, welchen Wert wir rausholen können, weil bezahlt habe ich ja ein bisschen was über 6.000 und ein paar zerquetschte. Und dann gucken wir mal, was der Wagen zum Schluss wert sein wird. Ich sage Dankeschön fürs Dankeschön fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und natürlich frohe Weihnachten. Also bis dann. Ciao, ciao.